Ich habe wieder nicht das tief bei Bitcoin gekauft. Und wenn ihr so wollt, habe ich schon wieder eine Bewegung verpasst von immerhin 43%. Und da kann man also sagen, der hat es verpasst. Und weil er es verpasst hat, holt er wieder rum und sagt, ja, ja, es ist kein Ausbruch bei Bitcoin. Aber ich muss euch sagen, ich habe zwar nicht Bitcoin gekauft. Ich habe allerdings Silvergate Capital gekauft. Und ich habe euch sogar mal gesagt gehabt, wenn Silvergate Capital in Richtung der 100 geht, dann will ich zuschlagen und das habe ich gemacht. Und die Bewegung, die hat mir immerhin so, oh, so satte 49% gebracht. Ihr kennt mich ja. Ich sage immer, Krypto ist hochspekulativ und deswegen habe ich die Hälfte rausgenommen. 50%, den Rest lasse ich laufen und dann werde ich gucken, was denn noch so möglich sein wird. Ich bevorzuge zum Beispiel diese Kryptobank gegenüber Bitcoin, weil ich sehe, dass dort auch Cashflow generiert wird und dass äh, die Firma auch durch Geschäftstätigkeiten rund um Krypto, aber auch mit der Blockchain-Technologie, aber auch mit Zinsen Cashflow generieren kann und deswegen kleine Position. Aber auch wenn ich mich nicht für Bitcoin interessiert habe und nicht investiert habe, habe ich mich für Silvergate Capital dann interessiert und zugeschlagen. Und im Übrigen, ich habe euch das gesagt, als es glaube ich hier war. Oder hier war es glaube ich. Genau, da habe ich gesagt: Ja, ich glaube, ich will die 100. Und dann ist das Ding hochgeschossen, wie das so häufig eigentlich passiert. Und dann haben mich alle ausgelacht und haben gesagt: Du hast es verpasst. Und dann kriege ich doch nochmal einen Einstieg. Halleluja nochmal. Gut, also von mir aus kann Bitcoin weiterlaufen, denn äh, dann würde meine Position auch weiterlaufen. Ich bin aber derzeit, was Bitcoin langfristig angeht, für die kommenden Monate und vielleicht sogar ein, zwei Monate, Jahre bin ich derzeit skeptisch. Derzeit technisch kann man sagen, ey, was willst du denn? Hier horizontale Marke ganz klar zu sehen. Unterstützung durchgefallen, Widerstand. Scheitert, Widerstand, nimmt da raus, das ist doch bullisch. Du hast doch selber in deinem letzten Video, als du über BlackRock und Bitcoin gesprochen hast, gesagt, das mutet an, als wäre es ein aufsteigendes Dreieck. So, jetzt ist er da durchgegangen. Und nun kommst du um die Ecke und sagst, das ist kein Ausbruch, was bist du nun für ein Formular? Erkläre ich euch alles. Was ich euch auch erklären muss ist, also, wir haben selbstverständlich spekulativ etwas hier auf der Longseite getradet, wenn so eine geile Bewegung kommt. Aber hier war eigentlich der primäre Ausbruch. Am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der FED, da haben wir uns nicht getraut. Als das aber sogar am Montag bestätigt wurde, haben wir uns dann für Altcoins entschieden. Also, es geht gar nicht um, um Angeben, nur dass ihr das versteht. Zum Beispiel haben wir GRT gehandelt sind aber auch schon wieder rausgeflogen und zwar haben wir GRT gehandelt, nachdem der hoppala, nachdem der hier, entschuldigt bitte, diese diesen Ausbruch gemacht hat, seht ihr diese kleine Schulterkopf-Schulterformation? Da haben wir es Long gehandelt, kam noch mal zurück und wir haben dann unser Stop wirklich im Bereich der 48 eng gemacht, haben die Position mitgenommen, war unsere Zielzone. Wir haben auch noch Long-Positionen im Kryptomarkt. Trotzdem ist das, was jetzt gerade Bitcoin gemacht hat, für mich kein Einstiegssignal. Weder kurzfristig, noch mittelfristig, noch langfristig. Was die langfristige Position angeht, naja, das ändert sich ja nichts. Ich habe schon seinerzeit im Sommer. 21 gesagt, so für absolute Bitcoin Enthusiasten ist meiner Meinung nach das hier eine potenzielle Einstiegszone, dass man sagt, ja, ich staffel das, 30.000, 20.000, ist eine sehr starke Unterstützung. Ich habe damals gesagt, das ist für mich eine mittelfristige Zone, weil besten Falle, also 50.000 besten Falle 65.000. Das heißt langfristig habe ich es hier schon gesagt, ist es ist für die absoluten Enthusiasten, für mich noch nicht. Okay, mittelfristig, könnten wir darüber sprechen und könnten sagen, Hamid, warum ist es kein mittelfristiger Einstieg, der hat doch eine fette horizontale Marke rausgenommen. Kann ich euch erklären. Wir haben ja gerade gesagt, dass ich bei Bitcoin in der Spitze eine Bewegung verpasst habe von 44% in 63 Handelstagen oder in 63 Tagen. Von den 44% sind 26% in 14 Tagen zustande gekommen. Das heißt, ihr könnt auch sagen, 10.000 Dollar in 14 Tagen, 14.000 Dollar in 63 Tagen. Also, meiner Meinung nach ist Bitcoin kurzfristig überkauft. Und dieses aufsteigende Dreieck, damit ich dem Markt geglaubt hätte, dass ihm diese Horizontale interessiert, hätte ich von Bitcoin erwartet, dass er hier hinkommt und sagt: Hallo, siehst du, ich gehe doch nicht durch, weil mir die Marke so wichtig ist. Und bei wichtigen Marken laufe ich da nicht einfach durch und dann kommt die nächste Bewegung. Das macht er aber nicht, sondern der geht in einem durch. Und deswegen muss ich dann folgendes sagen: Hey Kumpel, du hast jetzt. 10.000 Dollar in 14 Handelstagen gemacht, okay. Was hast du denn noch gemacht? Ah, ich sehe, du hast ja hier eine untere Linie auf Schlusskursbasis. Sieht man ja. Hält, 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 hält. Gut. Wir kopieren das mal hoch und setzen es hier hin. Uh, wir sind da ja relativ nah dran. Jetzt wird gesagt, der bricht gerade aus, der bricht gerade aus. Kommt drauf an, je nachdem wie ihr diese Linie zeichnet. Ich kann diese Linie euch auch im 4-Stunden-Chart zeichnen. Ich weiß gar nicht, ob die da schon im Vierer drin ist. Ja, ja, da habe ich sie sogar drin. So. Da kann man sagen, ja, auf Schlusskursbasis ist die Linie durch. Wenn ihr sie aber auf Schattenbasis zeichnet, dann sind wir direkt am Widerstand dran. Kriege ich sie noch da drauf gesetzt? So, also ein bisschen tiefer. Jetzt sagt ihr, das ist ja willkürlich, was der macht. Mal ist es der Schlusskurs, mal ist es der Schatten, mal ist es der Tageschart. Man könnte das tatsächlich willkürlich nennen. Im Markt ist es so: Die einen zeichnen das auf Schlusskursbasis, die anderen nehmen das von Schatten auf Schatten in einer kleineren Zeiteinheit und die Übernächsten zeichnen das dann auf Tageschartbasis. Alle sind nebeneinander, haben sie ihre Daseinsberechtigung. Ich hänge es sogar noch höher. Einige setzen es sogar hier hin. Es kommt darauf an, wie du das interpretierst. Was ich euch sagen will ist, das ist von diesem Kanal ausgehend der Oberrand. Dass dieser Oberrand auch wirklich geschluckt ist, Ah, vielleicht kann ich euch das noch mal kurz im 4-Stunden-Chartzeichen zeigen. Das war die Diskussion, die wir vor ein paar Tagen äh, mit MJ hatten. Da ging es nämlich darum, ob dieser Kai Bullisch aufgelöst worden ist oder nicht. Und da, was, was ähnliches. Da ich sage, Leute, wisst ihr was? Es ist mit der Kerze nicht unbedingt bullisch aufgelöst und es ist mit der Kerze nicht unbedingt schon wieder ein äh, Fake, sondern du brauchst so diese signifikante Bewegung, dass er sich davon löst und dann kannst du sagen, ja, hat geklappt. Wir müssen sehen, dass er sich von diesem oberen Kanalrand wirklich signifikant löst. Es ist aber nicht nur der obere Kanalrand, sondern es ist auch die taglinie Und deswegen, ich sehe gerade, Echt starke Bullen. Ich sehe derzeit eine ausgedehnte, bullische, sehr respektable Bewegung. Und deswegen kann ich mit meinem Können und mit meinem Wissen nur sagen: Leute, da gibt es einen oberen Kanalrand, da gibt es die 200-Tage-Linie, es gibt sogar die 78er Fibo-Marke hier als potenziellen Widerstand. Nur ich weiß nicht, was die Bullen vorhaben. Ob sie jetzt hier scheitern oder ob sie sogar noch in Richtung 50.000 gehen wollen. Alles, was ich sagen kann, ist, dieser Markt nach der ausgeprägten Bewegung ist konsolidierungsanfällig. Und bis zum Beweis des Gegenteils, und was Beweis des Gegenteils ist, werde ich euch sagen, ist auch die Bewegung fertig. Was heißt, die erste große Aufwärtswelle, die erste große Aufwärtswelle, die hat 12.800 Dollar gebracht. Wenn ich es nicht von hier nehme, sondern von hier nehme, also im Sinne der Bullen, 12.800, dann wären wir so roundabout 50.000. Also, selbst wenn die Bullen richtig, richtig, richtig Gas geben wollen, haben sie 3.000 Dollar noch Platz und dann ist der Markt konsolidierungsanfällig. Das heißt, entweder von hier, von hier, ich weiß nicht wo, möchte er äh, diese Linie testen. Oder, und das wäre so meine persönliche sehr, sehr, sehr interessante Zone, er möchte nochmal die 42.000 sehen. Horizontale Marke, grob, grob gesagt, von, von der gesamten Stange, wenn er jetzt zum Beispiel die 48.000, 49, 49.000 macht, ist es das 61er FIP. Und deswegen aus meiner Sicht entscheidet sich tatsächlich dann wäre das hier eine sehr, sehr starke Unterstützung. Erstens. Zweitens, ich sehe gerade keine Zone, bei der ich sage, oh ja, lass uns sogar irgendwas auf der Short-Seite traden. Das sehe ich gerade nicht, weil die Bullen gerade extrem stark sind. Wir haben sogar heute darüber nachgedacht, auch wenn ich jetzt ins Plaudern komme, Maker noch auf der Long-Seite zu traden, weil Maker hier, boah, sieht auch stark aus. Da sieht man, wie Maker hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage konsolidiert und aus dieser Konsolidierung über diese horizontale Ausbricht. Und der Grund, warum wir das nicht gemacht haben, ist, weil wir gesagt haben, Safety First. Wir sehen, dass Bitcoin in der Nähe der Widerstandszone ist und äh, Maker bricht aus, zumindest in Richtung der 20-Wochen-Linie und einer möglichen horizontalen Marke. Und wenn wir sehen, dass Bitcoin schon in der Nähe der Zielzone ist, dann ist es meiner Meinung nach zu risky, jetzt nach der ausgedehnten Bitcoin-Bewegung etwas additiv auf der Long-Seite handeln zu wollen. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, wovon ich spreche. Deswegen sage ich, nee, Maker lieber nicht. Aber der Markt ist im Moment eher eine Art Ausbruchsmarkt. Und wenn wir uns dann dazu Ethereum anschauen, dann muss man sagen, Ethereum ist so ein bisschen same, same, no difference, denn auch Ethereum, Verzeihung, wenn wir so die Bewegungen vergleichen, die erste Welle 1120, die zweite Welle, die ich von hier nehme, hat bis da oben hin, wenn er so die 200 Tage die macht, auch schon seine 1100, dann fertig. Einmal, zweimal, was der Bulle einmal macht, Macht der Bulle gerne ein zweites Mal. Macht der, was der Bär einmal macht, macht der Bär gerne ein zweites Mal. Wir sehen aber auch, dass Ethereum, boah, das ist aber, ich würde es gerne von hier zeichnen, in 13 Handelstagen 22% macht oder 550 Dollar. Wer will denn jetzt hier, weil er diese Horizontale rausnimmt, hinterher springen? Also ich nicht. Das ist zu spät. Und auch hier Unterstützung, Unterstützung, Widerstand. 200-Tage-Linie, horizontale Widerstandsmarke bei 3400. Von dieser Abwärtswelle ist es die 3410. Das heißt, wenn du Krypto-Bulle bist, dann läuft der Markt an den Widerstand und sagst so: Lauf, Junge, lauf, Junge, gib ihm, du kannst es rausholen. Und dann kann er gerne übertreiben und bam, 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 bam weiterlaufen. Super. Das ist aber keine Zone, in der man anfängt über additive bullische Zonen nachdenken bei mir und bitte sich darüber im klaren sein, dass wir einen doch heftigen Ausverkauf gesehen haben und es braucht eine Welle, eine zweite Welle, damit wir dann mit der dritten Welle zum laufen können kommen und grob 34 bis 38 da wartet eine sehr starke Widerstandszone bei Ethereum, genauso wie dann bei Bitcoin. 50.000, the latest 55.000, eine massive Widerstandszone wartet. Stand jetzt, wie man so schön sagt, die Bullen in Charge. Die Bullen äh, treffen bald auf starke Widerstandszonen. Da werden einige Bären auf sie warten. Bin gespannt, wie der Markt weitergeht. Ich möchte gerne hier was Klares sehen. Entweder das Schwäche reinkommt, dann auf der Short-Seite oder den Pullback dann äh, mit dem Potenzial-Additiv auf der Long-Seite. Es bleibt, sage ich die ganze Zeit, ein Trading-Markt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.